Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern wurde der neue Public Women on Board Index vorgestellt. Angesichts der bekannten Frauen- und Männeranteile in Aufsichtsräten der Wirtschaft ist das Ergebnis jetzt nicht wirklich überraschend. Vielmehr zeigt sich hier noch mal eines deutlich. Freiwillige Vereinbarungen und unverbindliche gesetzliche Regelungen führen nicht zu einer signifikanten Steigerung von Frauen, nicht einmal in Unternehmen mit Beteiligung des Bundes. Nein, ganz im Gegenteil. Denn im Vorstand und in den Geschäftsführungen von Bundesunternehmen wurden bisher nur jede fünfte Position mit einer Frau besetzt. Das sind 13,9%, und das ist viel zu wenig. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es zeigt vor allem, dort, wo die Politik unmittelbar Einfluss auf die Besetzung von Führungsposten hat, nutzt sie diesen Einfluss nicht. Damit nehmen die öffentlichen Unternehmen keine Vorbildfunktion für die Privatwirtschaft ein, und der faktische Ausschluss von Frauen ist auch nicht gerecht. Liebe Kolleginnen von der Bundesregierung, auch das ist ein Grund dafür, dass wir Grünen heute erneut einen eigenen Gesetzentwurf zur geschlechtergerechten Besetzung von Aufsichtsräten, Gremien und Führungsebenen einbringen. Denn, das sage ich Ihnen noch mal ganz klar, die Geduld der Frauen ist zu Ende. Es gibt keinen Grund, den vielen hochqualifizierten Frauen den Zugang zu Karriere und besser bezahlten Jobs weiter zu verweigern. Wir wollen deshalb erstens eine 40% Frauenquote für börsennotierte Unternehmen oder Unternehmen, die der Mitbestimmung unterliegen. Diese Quote soll in zwei Stufen erreicht werden, ab 2016 für alle Neubesetzungen, ab 2018 dann für alle Aufsichtsratsmitglieder. Das betrifft etwa 3.500 Unternehmen. Zweitens. Eine dringend notwendige Reformierung des Bundesgremienbesetzungsgesetzes aus dem Jahr 1994. Auch hier fordern wir eine Mindestquote für beide Geschlechter von 40% ab 2018 und die Streichung der vielen Ausnahmeregelungen. Und diese beiden Forderungen sollen drittens einhergehen mit Regelungen für Führungspositionen unterhalb des Vorstands, damit Frauen konsequent gefördert werden. Nur so erreichen wir, dass Frauen nicht länger an die gläserne Decke stoßen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gut ist, dass bei dieser Bundesregierung angekommen ist, dass die Frauenförderung angepackt werden muss, anders als bei der letzten. Ehrlich gesagt glaube ich allerdings, dass diese Erkenntnis tatsächlich nur bei den Kolleginnen und Kollegen von der SPD so richtig angekommen ist. Von der Union hört man ja gar nichts zu dem Referentenentwurf. Ich will es mal so sagen. Allgemeines Schweigen im Walde bei der Union, offenbar nach dem Motto, die Wirtschaft wird schon dagegen Sturm laufen, was sie bereits auch panisch tut, und alles wieder richten. Allerdings, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Großen Koalition, wenn ich mir den Referentenentwurf ansehe, besteht eigentlich gar kein Grund zu dieser Hysterie. Denn die von Maas und Schwesig vollmundig angekündigte Quote ist jetzt schon ein einziger Knicks vor der Wirtschaft. Eine Quote von 30% für Aufsichtsräte von vollen mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten Unternehmen ab 2016 und nur für Neu- und Nachbesetzungen. Das trifft nur 101 Unternehmen. Darunter ging es ja kaum noch. Nein, Frau Schwesig und Herr Maas, man muss es klar benennen, Ihre Quote ist ein Pfötchen. Wir sind gespannt, was am Ende im Gesetzesblatt stehen wird, wenn die CDU/CSU noch mehr Ausnahmen einbaut. Die große Mehrheit in der Wirtschaft geht ja beim Thema Quote immer wieder reflexartig auf Abwehrhaltung, obwohl die Quote natürlich immer an die gleichen Qualifikationen von Männern und Frauen gebunden ist. Hierüber wird gerne ein falsches Bild gezeichnet, nämlich das von einer Bevorteilung von Frauen gegenüber Männern. Das ist Quatsch. Denn ohne eine verbindliche gesetzliche Regelung gäbe es weiterhin diese ausgesprochen gut funktionierende Quote für Männer, zum Teil sogar bis 100%. Und mal ehrlich, anstatt als eine der Top-Wirtschaftsnationen mal richtig nach vorne zu gehen, wagen Sie von der Regierung auch jetzt nur einen halbherzigen Schritt. Worauf es ankommt, ist die Mischung von Männern und Frauen in Führungsetagen. Einige wenige Unternehmen haben das verstanden. Der Strategiechef von Roland Berger sagt ganz schlicht, wir brauchen die Vielfalt, weil sie zu besseren Ergebnissen führt. Also, es gibt genug qualifizierte Frauen für Führungspositionen und für Aufsichtsräte und für Bundesgremien. Man muss sie aber auch finden wollen.
Meine Damen und Herren von der Großen Koalition, wir feiern in diesem Jahr den 20. Jahrestag der Ergänzung des Artikels 3 Absatz 2 des Grundgesetzes. Dieser Satz fordert die Bundesregierung zu aktivem Handeln bei der Frauenförderung auf. Nehmen Sie dieses Jubiläum zum Anlass, nutzen Sie Ihre Mehrheiten, trauen Sie sich, den Frauen und Männern in diesem Land und auch der Wirtschaft effiziente Maßnahmen zur Gleichstellung zu. Nehmen Sie unsere Vorschläge auf, damit wir nicht bei einem Quötchen landen, sondern bei einer wirklichen Quote, eine Quote, die am Ende nicht nur wenigen Frauen hilft. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin in der Debatte, Gudrun Zollner für die CDU.